Jahre los. Ist so ein Spiel, dass es nicht sein darf. Ihr habt einen Punkt verdient. Ja, auf jeden Fall haben wir den Punkt verdient. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir nur auf das Leverkusener Tor gespielt und haben gedrückt und alles investiert und dann hat es ja nicht geklappt. Ja, selbst hattet ihr auch zwei Möglichkeiten und immer war die Torhüterin dazwischen. Ja. Was hat ein Trainer zur Pause gesagt, wenn es 2-1 wird? Ja, wir wollten nochmal pressen, vorne drauf gehen und alles investieren, was wir haben. Und ja, wir hatten ja schon in der ersten Halbzeit gute Aktionen gehabt und da wollten wir anknüpfen und haben auch alles gegeben und ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die erste Möglichkeit im Spiel waren ja auch für euch und trotzdem kommt es auf den Moment auf 2-0. Heißt das dann die Differenz in Effizienz? Ja, ich denke, das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Die zwei Tore waren eigentlich zwei Eigentore, eigentlich auch von uns wieder. Wir haben dumme Fehler gemacht und laden eigentlich Leverkusen ein und machen unsere eigenen Dinger nicht rein. Und das war schon in anderen Spielen zuvor so und es geht hier leider weiter so. Letzte Frage, ihr könnt natürlich fast hier das Gute vom heute Spiel mitnehmen. Die direkte Gegner zum Abstieg, die haben auch nicht gewonnen, also da kann man dann was Positives ausnehmen. Ja, auf jeden Fall kann man heute sehr viel Positives mitnehmen, denke ich. Wir haben ein super Spiel gemacht und daran müssen wir einfach anknüpfen und ich denke, das wird bei den nächsten Spielen so weitergehen und dann werden wir auch die nächsten Siege einfahren. Okay, dann würde ich sagen, denke nur daran und mach so weiter. Mach ich, danke. Danke. Danke.